Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge vom Landwirtschaftssimulator 15. Wir müssen nochmal eben hier so ein paar Kleinigkeiten machen. Ich habe gerade neu geladen. Hier zum Beispiel den Helfer wieder einstellen. Der fährt immer noch so komisch. Na gut, der muss ein bisschen gegen den Hang fahren natürlich. Fällt mir gerade ein. Darin kann es vielleicht liegen. Da wäre es vielleicht doch besser, wenn wir anders gefahren wären. So, wie gesagt, Drescher müssen wir noch eben abtanken. Ja, die ersten Folgen sind, oder die erste Folge gestern Nacht, oder, ja, die ist jetzt im Kasten, war online. Viel, viel, viel Resonanz und vor allen Dingen, also das muss ich ja erstmal sagen. Leute, ihr seid einfach nur der richtig geile Scheiß. 0 Uhr kommt das Video raus. Es hat am nächsten Morgen 12.000 Aufrufe und 750 Daumen. Das ist geil, Leute. Ihr seid echt die Besten. Natürlich gab es auch Kritik an mir, an dem Video. Das finde ich auch gut und richtig. Da freue ich mich auch drüber, weil, naja, nur mit ehrlicher Kritik kommen wir weiter. Und ich würde sagen, da werde ich dann auch auf die Kommentare ein bisschen eingehen im Laufe der Folgen. Mache ich gerne. Natürlich, heute ist Release-Tag. Das heißt, ich werde jetzt hier noch ein paar Folgen aufzeichnen wollen. Und dann schauen wir mal. Würde natürlich euch dann auch gerne zeigen, immer was ich hier mit den Maschinen dann mache. Die langweiligen Parts, wie gesagt, Playtest überspringen wir dann aber. Also ein bisschen Editing da reinsetzen. Was ich noch gucken wollte, ist, lädt der weiter ab, wenn wir da jetzt so... Wenn wir da jetzt so einfach da stehen bleiben, das weiß ich nämlich gerade gar nicht. Also den Mähdrescher können wir dann noch wegräumen. Da unten wird das Feld gesät. Und ich würde sagen, wir lassen das Feld jetzt weiter sehen. Wir können dann hier auch noch grubbern. Und, genug Geld für weiteres Feld zu kaufen haben wir leider nicht. Müssen wir mal gucken. Mähdrescher fahren wir mal über eine Seite. Die werden wir auch dann hier wieder brauchen. Gucken, wie wir das am besten machen. Den hier, genau, grubbern. Mit dem hier grubbern. Ist der grubber unten? Nee. Ich dachte gerade schon. Also, dass wir dann das eine Feld, während wir das andere Feld sehen, können wir das hier schnell grubbern. Ich hoffe ja auch, dass wir uns dann da demnächst den einen oder anderen größeren grober leisten können. Habt ihr gerade schon Panik gekriegt, ne? Nein, Garderobe, das falsche Feld. Hier werden wir auf jeden Fall mal nicht mehr so viel beim letzten Mal das machen, sondern in die andere Richtung. Schauen wir mal. Und ich könnte eigentlich, könnte ich das Getreide, was ich gerade reingekippt habe, noch verkaufen. Was haben wir denn noch an Bord? Schauen wir mal kurz. Raps 16.000. Hackschnitzel können wir noch verkaufen. Genau, das machen wir mal. Wir gucken uns mal an, wo wir die Hackschnitzel verkaufen können. Während der hier noch unterwegs ist. So haben dann immer alle Fahrzeuge was zu tun. Naja, kann ich direkt da wieder aufladen. Ist natürlich ein bisschen blöd. Steht jetzt der andere Hänger im Weg. Nehmen wir den. Was soll's. Was soll's. Autsch. Weil dann haben wir nämlich wirklich alles verkauft, was wir verkaufen können. Ups. Na. Der eine oder andere hat übrigens über Probleme berichtet, dass er beim Anhängen Probleme hat. Ah, und wisst ihr, warum wir die Hackschnitzel nicht verkaufen können? Wir haben ja noch keinen Frontlader dafür. Ei, was warte ich drauf, dass wir da was Passendes bekommen. Okay, dann würde ich sagen, verkaufe ich mal in der Zwischenzeit hier noch den Raps, den wir haben. Werden wir darauf warten, dass die Maschinen dann auf den Feldern fertig werden. Also hier Raps einmal beladen. Da können wir wieder so ein bisschen hin und her fahren. Das so, ne, dass wir so ein bisschen sehen, wie die Text... Na, diese... Es gab ja auch einen Mod, der das auch machte. Alternative Filling oder so. Und wir schauen mal eben, wo wir den besten Preis bekommen. Das ist wahrscheinlich wieder oben beim Getreidespeicher. 2-2... Naja, Transportfirma. Okay. Also fahre ich jetzt zur Transportfirma und verkaufe erstmal in aller Ruhe. Da oben ist sie. In aller Ruhe verkaufe ich unseren Raps. Bin ich aber echt gespannt, was dann auf unserem Kontostand steht. Könnte ich eigentlich ausrechnen, da bin ich zu faul zu. Grundsätzlich wahrscheinlich die beste Wahl, dass wir hier wirklich dann auch Raps genommen haben. 2, 3, 16.000. Allerdings natürlich Gerste und so ist jetzt mehr wert. Müssen wir aber häufiger hin und her transportieren. Allerdings haben wir auch gesehen, pro Feld passt eigentlich in einen Kipper rein.
Und wir haben ja hier noch den großen. Ich hätte schon fast gesagt, wir... Naja. Wir hätten den verkaufen können, aber... Wenn wir dann mit den größeren Dreschern fahren, ist es auch kein Problem. Und wir haben 43.000. Können wir da... ein wenig noch uns bei der Flotte verbessern, bei Kleinigkeiten. Was wollten wir denn noch? Ne, wir könnten das eine Feld da unten dann kaufen. Genau, das machen wir. Wir kaufen das eine Feld, dass wir da Mais anbauen können. Und wir müssen auf lange oder kurze Sicht nochmal schauen, dass wir dann auch einen Radlader bekommen. Weil sonst werde ich echt wahnsinnig, glaube ich. Könnte ich mir vorstellen. Und ihr beim Zuschauen vor allen Dingen auch. So, wenn wir auf die Seemaschine und den Grubber warten, könnten wir eigentlich direkt schon mal wieder da oben das Feld düngen. Finde ich übrigens ein bisschen schade, dass hier die kleinen Maschinen nicht dabei sind. Ich werde übrigens gleich nochmal auf die Giants-Seite gehen, vor der nächsten Folge. Da sind ja noch freie Inhalte zum Runterladen, die ersten Mods vielleicht auch, um einfach euch schon mal da auch die eine oder andere Sache schon mal vorzustellen. Vielleicht ist ja schon das eine oder andere Interessante dabei. Naja, Load-Status wird noch nicht dabei sein, das vermisse ich hier noch schmerzlich. Das ist aber auch eine Mod. Ich glaube, ohne die kommt man fast gar nicht mehr aus. Und wir lassen mal wieder den Helfer arbeiten hier, weil ich einfach nochmal gucken wollte, ob das wirklich so perfekt funktioniert. So, nee, das hat er jetzt nicht erkannt. Versuchen wir es nochmal hier. Sollte ja dann eigentlich funktionieren. Ja, sieht ganz gut aus. Da seht ihr aber auch, wie ich teilweise da nicht ganz gerade gefahren bin. Und ich fürchte, dass... Doch, es geht. Aber jetzt, welche Richtung nimmt er? Hat er erkannt, dass er nach rechts muss? Ja. Ja, sehr, sehr gut, Giants. Ich bin, begeistert. Das war echt eine Sache, wo wir ja schon lange darauf gewartet haben, dass solche Länge gehen. Mit Autotraktor, Crossplay ging das. Wollen wir mal gucken, was da noch alles geht. Wenn das Häckseln jetzt auch noch so geht, ja, dann breche ich ein. Dann habt ihr mich hier liegen, sozusagen. Sehr schön. Bräuchte ich eigentlich gar nicht hier drin sitzen im Trecker und könnte das alleine machen lassen. Ja, soviel zu dem Thema. Sind wir hier am Grubbern, dann können wir hier gleich wieder sehen. Aber bevor wir das tun, wollen wir natürlich wieder die Zeit vorlaufen lassen. Was wir derweil auch mal machen können, ist mal eben den Hof erkunden. Hier sind ja noch so ein paar Sachen, die wir uns gar nicht angeschaut haben. Nämlich zum Beispiel, da oben ist ein Fragezeichen noch und ich habe nicht unbedingt bei allen Dingen die Ahnung, was hier was ist. Ist ja eine neue Map und die wollen wir auch ein bisschen erkunden. Das haben wir zuletzt in der ersten Folge gemacht. Aha, hier können wir, hier können wir den Stroh verkaufen. Den Stroh verkaufen. Wenn Stroh oder Heuballen keine weitere Verwendung haben, können diese hier einlagern. Können sie diese einlagern und sie halten etwas Geld dafür. Hier vorne haben wir den Hühnerstall. Na, sobald sie Hühner kaufen, werden diese direkt hierhin geliefert. Können wir auch Eier sammeln gehen, aber wir haben, glaube ich, gar keine Eier. Im Hühnerstall. Och, Leute, nur ein Hahn. Und ihr wisst ja, mit dem Hahn und dem Eierlegen, das ist ein bisschen schwierig. Also wenn der Hahn Eier legt, dann würde ich mir doch Gedanken machen. Was haben wir noch? Wir haben eine kleine Scheune hier. Da wollte ich nämlich mal schauen, ob man das Tor aufmachen kann. Nein, kann man nicht. Tja, und wir brauchen dann dringend das nächste, wenn wir das Feld gekauft haben und das andere läuft alles so halbwegs, brauchen wir sowas wie einen Radlader, dass wir da mal weiterkommen mit unserer BGA. Da müssen wir auch noch die Maschinen runterfahren und alles. Hier jedenfalls haben wir jetzt erstmal die Maschinen im Einsatz, die noch... sehen. Was war das denn für ein Trecker? Warum steht der denn hier rum? Achso, das war mit dem Hänger. Mhm. So, also der ist noch am Grubbern hier. Der ist fast fertig. Und das bedeutet für mich eigentlich, wir könnten schon mal dann planen, dass wir die Seemaschine wieder anhängen. Wie oft müssen wir eigentlich kärchern hier? Das ist ja echt krass. Also die Seemaschine anhängen und dann lassen wir gleich die Zeit vorlaufen. Hui! Und dann können wir wieder ernten und dann können wir auch wahrscheinlich schon das erste häckseln. Ah, da freue ich mich drauf. Und dann BGA schaufeln. Hey, ihr freut euch bestimmt auch da drauf. Dann ist schon richtig Action hier am Hof. Allerdings ohne Load-Start ist das echt zäh. Die ersten Mods gibt es schon auf modhoster.de, habe ich schon gesehen. Oh,
Und es gibt ja die Giants, die Standard-Giants-Erweiterungen. Ich weiß nicht, wie ich das richtig nennen soll. Also auf der Mod-Seite von Giants sind schon Mods drauf. So wollte ich es eigentlich formulieren. Ist nicht ganz geglückt, die Formulierung. Und wenn wir nicht aufpassen, haben wir gleich nicht genug Geld, um das eine Feld noch zu kaufen. Hatten wir noch irgendwas nicht im... andersrum. Hatten wir nicht noch irgendwas im Lager, was wir auch noch verkaufen konnten? Hackschnitzel. Denn da kommen wir nicht dran, weil das, da ist keine Rutsche dran. Und ihr habt mir den Tipp gegeben, ich solle aufpassen, wenn ich den Helfer noch hier zugange habe und gleichzeitig fährt die Zeit vor, also mit 12-facher Geschwindigkeit, dann wäre das angeblich teurer, habt ihr gesagt. Das glaube ich einfach mal. Dann würde ich sagen, wir warten mal drauf, dass der Helfer hier fertig wird, ne? Dann können wir jetzt eigentlich die Zeit vorlaufen lassen, wobei der Kommentarschreiber ja sagte, mit Helfer sollte man das nicht machen. Gucken wir mal, ob das sieht, ob man das wirklich sieht. 18, 10, 9, 1, 93. So, jetzt lassen wir die Zeit mal langsam laufen. Interessanter Bug. Also, das kann ja so nicht beabsichtigt sein, würde ich jetzt mal sagen. So, dann würde ich sagen, mal schauen. Das ist ja eine schöne Scheune, da können wir die Sämaschine eigentlich reinstellen. Könnten wir die Sämaschine reinstellen, wenn wir nicht ohnehin über die BGA... Ja, ich stelle die mal hier rein, wir dürfen noch nicht vergessen, wo die war. Ihr kennt mich ja. You know me! Also, Sämaschine... wie viel haben wir denn... Achso, das ist ja Helfer. Der Helfer verbraucht ja Gott sei Dank nichts, also stellen wir die mal hier ab. So. Hätte ich auch vorher runterlassen können. Und dann müssen wir zum Händler fahren. Wo war der noch gleich? Da oben. Während wir darauf warten, dass der andere Helfer fertig wird. Damit wir möglichst zeitnah und genau, ihr wollt wahrscheinlich auch mehr das Cockpit sehen hier. Boah, dann haben wir hier Geschwindigkeitsanzeige, eine digitale drin. Da haben wir sehr schöne, das habe ich auch noch nicht gezeigt, wenn wir hier mit den dreckigen Füßen vom Feld kommen, dann trampeln wir hier im Trecker auch alles dreckig. Das ist schön, wenn man hier reinsteigt und dann auf den Pedalen rumtrampelt. Das sieht man hier dann auch. Zaun. Das sieht man dann ja auch. Wir müssen auch dringend mal das Ding hier abkärchern. Damit wir hier mal die Scheibe ein bisschen freikriegen. Dann holen wir jetzt vom Landmaschinenhändler übrigens auch die Spiegel. Die würde ich ja gerne einstellen können. Das ist auch neu. Sehr, sehr schön, dass man jetzt die Spiegel, dass die echt sind. Da haben sich ja die Modder doch dann einen dran abgebrochen, mehr oder weniger, weil das schon nicht so einfach war. Es zog auch bei dem einen oder anderen Mod dann ordentlich an der Performance. Ja, und wir haben was Größeres vor. Oh, guck mal, wie schön der hier in die Kurven geht. Also das ist schon nicht schlecht. Ich habe ja auch schon wieder einen Vorwurf bekommen. Ich würde ja nur alles schlecht machen. Ja, Entschuldigung, aber wenn man... Das muss ich auch mal sagen. Also zweiteilig. Erstens, merken. Erste Anmerkung. Bitte, bitte, endlich mal merken. Ein für alle Male. Ich liebe dieses Spiel. Verdammt nochmal. Ich liebe dieses Spiel. Und wenn ich meckere, ja, dann eben, weil ich dieses Spiel liebe und weil ich möchte, dass es besser wird. Ich möchte, dass es besser wird. Und dann werde ich doch wohl noch sagen dürfen, dieses und jenes passt mir nicht. Ich stehe zu meiner Meinung. Ich sage nicht, ah, alles toll, super, wunderbar, wenn es nicht stimmt. Das Menü ist Schrott. Brauchen wir nicht zu diskutieren. Die Änderungen sind schön, aber für 2 Jahre Entwicklungszeit mit einem Millionenbudget zu wenig. Bleibe ich auch bei. Trotzdem ist es ein wunderbares Spiel. Also das müsst ihr einfach mal lernen, dass das 2 Paar Schuhe sind. Und ich werde mich auch nicht dazu auf das Niveau herablassen, sozusagen, zu sagen, naja, es ist toll, ja, ich muss gute Stimmung verbreiten, wunderbar, wie schön, ach ja, und dass ich im Menü jetzt 5-mal klicken muss, statt wie früher 2-mal, das ist so toll, da haben die sich was bei gedacht, das ist Quatsch, das stimmt halt nicht. Und das werdet ihr von mir nicht hören, ja, wenn ich nicht der Meinung bin, ich verkaufe meine Meinung nicht. So, das ändert nichts daran, dass ich dieses Spiel einfach nur geil finde. Auch das, bitte merken, bitte hinter die Ohren schreiben. So, hier haben wir das nächste Problem. Da habe ich nämlich gar nicht dran gedacht. Der Häcksler, da müssen wir nämlich, und das ist jetzt wirklich blöd, jetzt haben wir nämlich den Frontlader hier unten.
Wie machen wir das denn jetzt? Toll, Garderul. Ganz toll. Hier erst wieder rumrenten und nur schimpfen und dann wieder Scheiße bauen. Mann. Vielleicht geht's ja trotzdem. Also wir hängen mal das Gewicht ab. Ups. Und dann fahren wir rückwärts, nicht vorwärts. Denn dieser Häcksler ist jetzt ein Fronthäcksler. So. Und wenn es klappt, können wir den so anhängen. Wenn es nicht klappt, haben wir ein Problem. Ja. Tendenziell würde ich jetzt sagen, das hat nicht geklappt. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Vielleicht klappt das, wenn wir jetzt den... Nee. Und jetzt ist die Frage, liegt es am Frontlader? Dann packen wir den auch mal eben weg hier. Ja, wir testen das mal. So, also Frontlader ab. Bums. Da brauchen wir wahrscheinlich entweder hinten einen Anhänger oder ein Gewicht. Und dann scheint es so, als würden wir das vielleicht zuerst brauchen. Nein, es liegt tatsächlich am Frontlader. Ah, ist das blöd. Mea culpa, mea maxima culpa. Wie machen wir das denn jetzt schon wieder? Da muss ich den Frontlader mal holen. Okay, also Mais häckseln ist das nächste, was wir machen werden. Übrigens, was ich noch vergessen habe zu zeigen. Geil. Es funktioniert. Nach 2 Jahren endlich funktioniert's. Sehr schön. So, wir können unser Rohr ausfahren. Er hat gesagt, Rohr ausfahren. Wollen wir aber nicht. Wir fahren jetzt zum Feld. Ich lasse dann ein bisschen die Zeit vorlaufen und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder, wenn es wieder heißt, Garderul spielt Landwirtschaftssimulator 15. Noch eine Anmerkung zu den Kommentaren. Ich werde also gleich jetzt zwischen den Folgen, also zum einen die Zeit vorlaufen lassen, zum anderen werde ich gucken, was es schon an Mods eventuell gibt, da die eine oder andere vielleicht auch schon vorstellen. Das ist ja in eurem Sinne, dass ihr da so ein bisschen was seht. Wann die nächsten Folgen kommen, seht ihr wie immer im Sendeplan unter tv.garderul.de. Schaut da mal rein. Bin ich hier falsch abgebogen? Bin ich doof? Nee, ich muss hier geradeaus weiterfahren dann, ne? Und dann komme ich zu dem Feld. Aber dass wir das jetzt mit dem Frontladertrecker machen, ich glaube, das ist nicht so günstig, wirklich. Ich würde fast sagen, wir machen diese ganze Ernteaktion, aber dann müssen wir 2 Trecker da unten an der BGA haben. Ich würde fast sagen, wir machen die ganze Ernteaktion mit so einem Deutz. Ist der denn stärker? Der Deutz hat 143. Und der Steyr hat 140. Ja, der Deutz ist auch stärker. Guck mal, wie der hier zieht. Das geht gar nicht. Also wir nehmen den Deutz zum Ernten und wir nehmen den Steyr dann nur zum Schaufeln. Und vielleicht für andere Dinge, wie zum Beispiel Sehen, dann auf dem zweiten Feld, wenn wir 2 Felder haben. Wir brauchen dann eh 2 Trecker. Ja, genau. Wir brauchen eh 2 Trecker. Das heißt, wir wechseln mal eben. Wir haben ja oben noch einen Trecker frei. Ja, ihr schaut den Sendeplan. Ich freue mich auf eure Kommentare. Daumen, ganz wichtig. Weiter liken, wenn ihr die Videos mögt. Wirklich ganz, ganz wichtig. Da freue ich mich auch riesig drüber, wenn ihr das tut. Und ja, ich sage bis zum nächsten Mal. Danke euch sehr, sehr herzlich fürs Zuschauen. Und würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Macht's gut. Tschüss und bis bald.